jetzt oder nie, Admiral. Es geht los. Bestätige. Ich gebe den Befehl. An alle Schiffe. Hier ist Admiral Hackett. Teagle ist unterwegs. Ich wiederhole. Teagle ist unterwegs. Um jeden Preis beschützen. An alle. Jetzt geht's. Staffeln, Reaper aufhalten, die das Gefecht verlassen. Wir müssen Hammer mehr Zeit geben. Von hier aus geht's auf direkten Weg zum Strahl. Ein direkter Weg, auf den die Reaper uns vernichten wollen. Wir müssen nur eine Handvoll Truppen durchbringen. Ist das alles? Wir wussten, dass das ein Wabonk-Spiel ist. Ich wüsste nicht, mit wem ich das lieber täte. Es war schon immer unser Job, diesen Kampf zu beenden. Das Ziel ist in Sichtweite. Also gut, an alle. Jetzt zählt's. Scheiße. Oh nein. Der Vorbote. Oh Gott. Oh shit. Oh Scheiße. Diskussionen, Garrus. Wir bringen das zu Ende. Ich lasse hier niemanden sterben. Ich muss wissen, dass hier jemand lebend rauskommt. Sorgen Sie nur dafür, dass Sie auch dabei sind. Auch wenn ich besser schießen kann. In Ordnung. Alles Gute, Garrus. Los! Oh nein. Oh Gott. Sie sind alle tot. Hat's jemand zum Strahl geschafft?
Oh Mann, ich lebe noch. Oh mein Gott. Ich bin bloß noch ein wandelndes Wrack. Da helfen... Oh Gott, da kommen Viecher. Scheiße, Mann. Oh Mann, der ist schon tot. Oh Mann, ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen. Ich muss da hinein. Was mit dem Kerl da? Ich habe keine Schilde mehr und gar nichts mehr. Ich bin einfach nur noch so schon fast tot. Und Mann, der ist auch tot. Ich muss da hinein. Hinein ins Licht. Anderson. Auch hier oben? Ich bin Ihnen gefolgt, aber wir sind nicht an derselben Stelle rausgekommen. Uff, glaube ich. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Alles okay? So wie ich aussehe, würde ich sagen, es ging mir schon mal besser. Ich fühle mich wie tot. Lebe aber noch. Es ist dunkel. Menschliche Überreste. Ich verstehe. Ich bin in einem dunklen Gang. Wie aus Ihrer Beschreibung der Kollektorenbasis. Das leuchtet ein. Glauben Sie, die machen hier einen Reaper? Klar. Die Anlage auf der Erde... Und hier oben werden die Leute verarbeitet. Das ist doch pervers. Ich gehe weiter. Je früher wir diese Mistkerle in die Hölle schicken, desto besser. Oh Mann, hier überall die... Die Röhren gehen nicht ewig weiter. Aber wo zum Teufel sind wir? Gute Frage. Muss ein Teil der Citadel sein, in dem ich noch nie war. Oh Mann, hier war auf jeden Fall auch ein Keeper gerade. Ja, das ist ein Keeper. Was hat er da zu suchen? Und ich kann ihn nicht beschädigen. Das kratzt ihn gar nicht. Okay, noch habe ich ein bisschen Muni. Oh Mann, ich schleppe mich hier mit letzter Kraft vorwärts.
Die Verletzungen sind teilweise so stark, dass es noch aussieht, als hätte ich nie... Oh. Anderson? Eine der Wände hier hat sich gerade neu ausgerichtet. Der Ort bewegt sich, ändert sich. Hier ist eine Spalte. Und noch mehr Gänge wie der, in dem ich vorhin war. Ich glaube, ich nähere mich einem Ausgang. Das ist richtig abgefuckt. Wenn man mein Gesicht sieht, aus, als wäre ich aus dem zweiten Teil gerade frisch aus der Wiederauferstehung gekommen, quasi, wo ich auch nur so ein Narbengesicht hatte. Die Narben sind aber dann verheilt. Je mehr gute Taten ich tat, und umso mehr Ich sehe etwas vor mir. Vielleicht ein Weg, um rüberzukommen. Gehen Sie nicht zu weit voraus. Gut, und je mehr böse Sachen ich gemacht habe, umso schlimmer sah es dann aus. Das hat sogar dafür gesorgt, dass ich rote, leuchtende Augen hätten bekommen können. Ich weiß nicht, aber wie extrem böse man da sein musste. Wahrscheinlich so ziemlich alles, ne? Hab gerade die Spalte gefunden, von der Sie gesprochen haben. Moment. Ich sehe was. Vielleicht eine Steuerkonsole. Ich gehe einfach mal weiter und sehe mir das an. Anderson? Verdammt. Oh Mann, wir müssen uns hier abmühen. Und um unsere Gesundheit steht es wirklich nicht gut. Wir könnten verbluten. Wir haben bestimmt auch ein paar gebrochene Knochen. Oh Mann, da vorne. Wer ist das? Wer ist das da vorne? Und die komischen Geräusche. Wer ist das? Das ist nicht Anderson. Doch, das ist Anderson. Anderson. Shepard! Ich kann nicht... Ich habe Sie unterschätzt, Shepard. Was ist... Ich habe Sie gewarnt. Kontrolle sichert das Überleben. Kontrolle über die Reaper. Und über sie, falls nötig. Sie kontrollieren sie? Das glaube ich nicht, Admiral. Oh Mann, Sie verstehen es nicht. Mich zu kontrollieren ist nicht dasselbe wie bei einem Reaper. Etwas mehr Vertrauen. Als die Menschheit die Massenportale entdeckte, als wir erfuhren, was es in der Galaxie alles gibt, wollten einige die Portale zerstören, aus Angst vor dem, was wir finden und vielleicht hereinlassen würden. Aber sehen Sie doch, was die Menschheit erreicht hat. Seit dieser Entdeckung haben wir uns um 10.000 Jahre weiterentwickelt. Und die Reaper werden das erneut für uns tun. Tausendfach. Aber... Nur wenn wir ihre Fähigkeit zur Kontrolle haben. Blödsinn. Wir vernichten sie oder sie uns. Und diese Chance vergeuden? Niemals. Sie haben diese Macht nicht verdient. Sie spielen mit Dingen, die Sie nicht verstehen. Mit einer Macht, die Ihnen nicht zusteht. Das glaube ich nicht. Wir können sie kontrollieren. Warum soll sie uns nicht gehören? Weil wir nicht bereit sind. Nein. Das ist der Weg zur Weiterentwicklung der Menschheit. Es gibt immer Alternativen. Ich habe mein Leben dem Studium der Reaper geweiht. Und ich weiß, dass ich sie mit dem Tiegel kontrollieren kann. Und was dann? Wir können sie beherrschen. Anderson, nein! Oh Mann. Ich sehe, was sie mit ihnen gemacht haben. Ich habe genommen, was ich wollte. Es zu meinem gemacht. Hier geht's nicht um mich oder sie. Sondern um Dinge, die viel größer sind als wir alle.
Er hat Unrecht. Hören Sie nicht auf ihn. Auf wen würden Sie denn hören, Shepard? Ein alter, sturer Soldat, der die Welt nur durch das Visier einer Waffe sieht. Und wenn er sich irrt? Wenn die Kontrolle der Reaper die Antwort ist? Und wenn Sie sich irren? Oh Mann, der arme Anderson, jetzt habe ich dem einen reingeballert. Ich wollte das überhaupt nicht. Wenn wir die Reaper vernichten, endet es heute. Aber wenn Ihre Kontrolle scheitert... Aber ich kann! Würden Sie die Existenz der Menschheit darauf setzen? Ich weiß, dass es funktioniert. Es geht nicht, stimmt's? Sie lassen es nicht zu. Nein, ich habe die Kontrolle. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Ihre Worte sagen alles. Sie sind indoktriniert. Nein, nein. Sie beide sind so selbstgerecht. So eine Macht bekommt man nicht geschenkt. Man muss Opfer bringen. Sie haben zu viel geopfert. Shepard, ich wollte nur die Menschheit schützen. Der Tiegel kann sie kontrollieren. Ganz sicher. Ich muss nur... Es ist nicht zu spät. Lassen Sie uns gehen. Den Rest machen wir. Das kann ich nicht tun, Commander. Natürlich nicht. Sie gehören jetzt ihm. Sie machen alles zunichte, was ich erreicht habe. Das lasse ich nicht. Aber das haben Sie bereits getan. Sie haben bereits die Menschheit zunichte gemacht. Das ist nicht wahr. Die haben die Citadel. Und wir kämpfen gegeneinander statt gegen die. Ich muss nur... Sie haben getan, was die Reaper wollten. Und tun es noch, weil sie kontrolliert werden. Ich... Sie sind zu stark. Sie sind stärker. Lassen Sie sie nicht gewinnen. Werfen Sie die Fesseln ab. Lassen Sie sich nicht kontrollieren. Ich habe es versucht. Das war's, Leute. Die Arme öffnen sich. Commander? Geschafft. Ja, haben wir. Was ist das für ein Anblick? Die besten Sitze des Hauses. Mich eigentlich das letzte Mal hingesetzt. Eine Pause muss drin sein. Anderson?
Wach bleiben. Wir haben's fast geschafft. Gut gemacht, Sohn. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Danke, Sir. Anderson? Er ist verstorben. Und uns selbst wird auch bald das Licht ausgehen, so wie es aussieht. Shepard! Commander! Ich... Was soll ich tun? Nichts passiert. Der Tiegel feuert nicht. Es muss irgendwas auf Ihrer Seite sein. Commander Shepard! Ich sehe nichts. Ich bin nicht sicher, wie... Commander! Was passiert da? Was? Wo bin ich? Auf der Citadel, meinem Zuhause. Wer bist du? Ich bin der Katalysator. Ich dachte, die Citadel wäre der Katalysator. Nein, die Citadel ist Teil von mir. Ich muss die Reaper aufhalten. Aber wie? Ich kontrolliere die Reaper. Sie sind meine Lösung. Die Lösung wofür? Das Chaos. Die Erschaffenen rebellieren immer gegen ihre Schöpfer. Aber wir können das verhindern und die Ordnung wiederherstellen. Indem sie organisches Leben auslöschen? Nein. Wir ernten entwickelte Zivilisationen und lassen die Jüngeren in Ruhe. So wie wir beim letzten Mal ihr Volk am Leben gelassen haben. Aber den Rest haben sie getötet. Er durfte aufsteigen und Platz machen für neues Leben. Das Alte wurde in Reaper-Form gespeichert. Wir behalten lieber unsere eigene Form. Nein, das geht nicht. Ohne unser Eingreifen zerstören die synthetischen Wesen die organischen. Durch den Zyklus kann das niemals passieren. Das ist die Lösung. Okay. Dieser Junge ist der aus unseren Träumen. Das heißt, Shepard hat davon geträumt. Ich stelle jetzt Fragen. Was ist der Katalysator? Sie sagten, Sie sind der Katalysator, aber was sind Sie? Ein Konstrukt, eine Intelligenz, geschaffen vor Äonen, um ein Problem zu lösen. Ich sollte Gleichgewicht bringen. Katalysator sein für den Frieden zwischen organischen und synthetischen Wesen. Dann sind Sie nur eine KI? Ungefähr so, wie Sie ein Tier sind. Ich verkörpere die kollektive Intelligenz aller Reaper. Aber Sie wurden erschaffen. Korrekt. Von wem?
Jemanden, der den ständigen Konflikt zwischen synthetischen und organischen Wesen erkannte. Ich sollte die Beziehungen zwischen synthetischem und organischem Leben überwachen, eine Verbindung herstellen. Aber unser Streben endete im Konflikt, also war eine neue Lösung erforderlich. Die Reaper? So ist es. Was ist mit Leviathan? Ich kenne ihre Schöpfer. Sie erzählten, was sie ihnen antaten. Wir haben getan, was erwartet wurde. Sie sagten, sie seien verraten und in den Vorboten umgewandelt worden. Als sie wollten, dass ich das Konfliktproblem löse, erkannten sie nicht, dass sie selbst Teil des Problems waren. Die Mängel ihrer organischen Vernunft konnten das nicht erfassen. Ihnen fehlte die Weitsicht, ihre Vernichtung als Teil der von ihnen verlangten Lösung zu begreifen. Jetzt haben sie sich diesem Krieg angeschlossen. Und ich begrüße ihre Teilnahme. Ich komme nur ihrer Anforderung nach. Okay. Reaper. Woher kamen die Reaper? Haben sie sie erschaffen? Meine Schöpfer gaben ihnen Form. Ich gab ihnen Funktion und sie gaben mir einen Sinn. Die Reaper sind eine synthetische Repräsentation meiner Schöpfer. Der Leviathan. Ja, ich sollte die Beziehungen zwischen synthetischem und organischem Leben überwachen. Eine Verbindung herstellen. Sie wurden der erste echte Reaper. Es gefiel ihnen nicht, war aber die einzige Lösung. Das sagten sie schon. Aber wo bitte lösen denn die Reaper irgendwas? Organische Wesen wollen mit synthetischen ihr eigenes Dasein verbessern, aber das hat Grenzen. Um sie zu überwinden, brauchen synthetische Wesen Evolution. Sie müssen per Definition ihre Schöpfer überflügeln. Daraus entsteht Konflikt, Zerstörung, Chaos. Das ist unvermeidbar. Reaper ernten alles Leben, organisch und synthetisch, und verhindern damit, dass der Konflikt es vertilgt. Das ist kein Konflikt. Wir führen jetzt Krieg gegen die Reaper. Sie haben einen Konflikt mit den Reapern, aber die wollen gar keinen Krieg. Das kann ich nur schwer glauben. Wenn Feuer brennt, führt es Krieg? Ist das ein Konflikt oder tut es nur, wofür es erschaffen wurde? Wir sind darin nicht anders. Wir ernten ihre Körper, ihr Wissen, ihre Schöpfungen. Wir bewahren sie für die Wiedergeburt als neuer Reaper. Wie reinigendes Feuer schaffen wir wieder Gleichgewicht. Neues Leben, organisch und synthetisch, kann wieder entstehen. Oh Mann. Okay, ich hätte gerne noch Infos zum Tigel. Was wissen Sie über den Tigel? Das Gerät, das Sie Tigel nennen, ist kaum mehr als eine Energiequelle. Aber in Verbindung mit der Citadel und den Portalen kann es enorme Energiemengen in der ganzen Galaxie freisetzen. Es ist simpel, aber effektiv und anpassungsfähig. Wer hat es entworfen? Sie kennen sie nicht und für Erklärungen ist nicht genügend Zeit. Wir haben das Konzept für dieses Gerät vor einigen Zyklen erstmals bemerkt. Mit jedem Zyklus hat es sich ohne Zweifel weiterentwickelt. Warum haben Sie nichts unternommen? Wir dachten, das Konzept wäre ausgelöscht worden. Organische Wesen sind eindeutig findiger, als uns klar war. Oh Mann, wir wollen doch nur überleben. Aber sie nehmen uns unsere Zukunft und damit auch jede Hoffnung. Und ohne Hoffnung könnten wir auch eine Maschine sein, die nur ihre Programmierung erfüllt. Es gibt Hoffnung, mehr als Sie ahnen. Dass Sie hier stehen, als erstes organisches Wesen überhaupt, beweist das. Aber es heißt auch, dass meine Lösung nicht länger funktioniert. Und jetzt? Wir finden eine neue Lösung. Warum erzählen Sie mir das? Wozu die Hilfe? Sie haben die Variablen geändert. Was soll das heißen? Der Tigel hat mich verändert, neue Möglichkeiten geschaffen, aber ich kann sie nicht umsetzen.
Wenn es eine neue Lösung geben soll, müssen sie handeln. Es liegt jetzt in ihrer Macht, uns zu vernichten. Aber eine Warnung, andere werden auch vernichtet. Der Tigi kennt keine Unterschiede. Alle synthetischen Wesen sind sein Ziel. Sogar sie sind zum Teil synthetisch. Ich will Details. Was genau wird passieren? Ihr Tigi scheint größtenteils intakt zu sein. Trotzdem wird die Explosion nicht nur Auswirkungen auf die Reaper haben. Für sie wichtige Technologien werden betroffen sein. Aber die Überlebenden sollten das alles problemlos reparieren können. Es wird trotzdem Verluste geben, aber nicht schlimmer als bisher. Beendet das den Krieg? Und die Reaper werden vernichtet? Ja, aber der Frieden ist ohne Bestand. Bald erschaffen ihre Kinder erneut synthetische Wesen und das Chaos kehrt zurück. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es. Sie könnten mit der Energie des Tigels auch die Kontrolle über die Reaper übernehmen. Und dann selbst zum Bösen werden? Nein. Dann hatte der Unbekannte doch recht. Ja, aber er hätte die Kontrolle nie erlangt, weil wir bereits ihn kontrolliert haben. Aber ich kann... Sie werden sterben. Sie kontrollieren uns, aber sie verlieren alles, was sie haben. Ich verstehe nicht. Wir verlieren alles, was wir haben. Das heißt, wenn wir sterben, dann bin ich dann tot. Und dann kann ich die im Endeffekt nicht kontrollieren. Ja, wer kontrolliert sie dann trotzdem? Oder werde ich dann ein Reaper werden und den Rest dann quasi so als neuer Vorbotenmeister kontrollieren? Das ist jetzt die Frage. Er soll es mir erklären. Wie kann ich die Reaper kontrollieren, wenn ich tot bin? Ihr Körper wird aufgelöst, aber ihre Gedanken und sogar ihre Erinnerungen existieren weiter. Die Verbindung zu ihrer Art bricht ab, aber sie werden sich ihrer Existenz bewusst sein. Okay, das heißt, ich bin dann so eine Art Überwesen. Eine Geistform oder irgendeine Energieform. Aber die Reaper gehorchen mir? Ja. Sie können uns dann kontrollieren und nach Belieben lenken. Es gibt eine andere Lösung. Synthese. Und das wäre? Die Verschmelzung ihrer Energie mit dem Tigel. Die Kettenreaktion gibt allem synthetischen und organischen Leben ein neues gemeinsames Gerüst. Eine neue DNA. Wie? Also das ist eine Synthese. Das heißt, wenn Reaper und wir Humanoiden, also sprich auch Menschen, Salarianer, Torianer, Kroganer, Asari, Quarianer, und auch Elcor und so weiter, die bekommen dann eine neue DNA, also quasi so eine Art techno-organische DNA. Das erinnert mich so ein bisschen an Transformers Beast Machines, beziehungsweise Beast Wars vorher, aber Beast Machines, das trifft sie dann noch eher. Techno-organische Welt. Ja, wo Optimus Primal dann es aber verhindern konnte, dass Megatron damals den Planeten in eine Technomaterie umwandelt, also reine Technomaterie. Aber techno-organisch, das wäre es doch. Es würde alle Probleme lösen. Synthese. Aber ich möchte mal wissen, wie das genau aussieht. Ich kann mir das nicht genau vorstellen. Ich habe da nur so irgendwie so eine grobe Ahnung. So eine Vorahnung. Erklären Sie, wie meine Energie dem Tigel hinzugefügt werden kann. Ihre organische Energie, die Essenz dessen, wer und was Sie sind, wird aufgelöst und dann freigesetzt.
Um was genau zu tun? Wird die Energie des Tigers so freigesetzt, ändert das die Matrix allen organischen Lebens in der Galaxie. Organische Wesen erstreben Perfektion durch Technologie, synthetische Wesen durch Einsicht. Organische Wesen integrieren sich danach perfekt in synthetische Technologie. Und synthetische Wesen verstehen organisches Leben. Das ist die ideale Lösung. Jetzt, wo wir um diese Möglichkeit wissen, müssen wir die Synthese erreichen. Warum konnten Sie das nicht früher machen? Wir haben schon früher ähnliche Lösungen ausprobiert. Und sind immer gescheitert. Warum? Weil die organischen Wesen nicht bereit waren. Man kann so etwas nicht erzwingen. Sie sind vorbereitet und können diese Wahl treffen. Das Dumme ist halt, ich könnte wirklich das erreichen, zum Beispiel die Option 1, dass ich alle synthetische Lebewesen vernichte. Das heißt aber auch, dass alle Computer, darunter auch Edi und die Reaper werden dann auch vernichtet. Aber die ganzen raumfahrenden Spezies würden neue Computer bauen. Da würde es auch wieder sowas geben wie die Geth. Die Geth würden ja auch vernichtet werden, aber wer geht nicht hin und wird dann wieder neue bauen? Die Quarianer, die würden garantiert wieder irgendwelche Hausroboter haben wollen. Die rebellieren dann wieder und dann geht die Scheiße wieder von vorne los. Deswegen, Synthese sieht für mich im Moment aus wie die beste Wahl, weil die Reaper will ich auch nicht kontrollieren. Ich würde damit nichts Gutes tun. Ganz bestimmt nicht, weil die würden nicht ruhen wollen, die würden nur weiter ernten. Die würden keine Ruhe geben. Selbst wenn ich denen befehlen würde, in die nächstbeste Sonne reinzuhüpfen, das würden sie nicht machen. Garantiert nicht, die haben doch bestimmt auch noch sowas wie eine Selbsterhaltung oder irgendeine Direktive oder irgendwas anderes. Das ist auf jeden Fall eine große Veränderung. Ich weiß nicht. Warum nicht? Sie sind selbst zum Teil synthetisch. Könnten Sie sich davon trennen? Also leben wir einfach weiter zusammen? Der Zyklus endet. Die Reaper beenden die Ernte und die Zivilisation in ihnen werden mit uns allen verbunden sein. Synthese ist die letzte Evolution allen Lebens. Die Wege sind offen. Aber Sie müssen entscheiden. Gut, ich werde jetzt vor die Wahl gestellt. Ich werde diesen Weg gehen. Symbiose ist der einzige Weg. Das hier wäre, glaube ich, die Kontrolle. Und das hier war Vernichtung oder irgendwas. Was mache ich mit dem Kleinen da? Ich weiß nicht. Gut, ich gehe mal weiter. Ich gehe hier hin. Ich werde jetzt das Universum vereinen. Synthese oder Symbiose. Wie auch immer man das nennen mag. Das ist der einzige vernünftige Weg. Ich kann die anderen kann ich nicht beschreiten. Ich kann das nicht machen. Ich weiß, dass es noch eine vierte Möglichkeit gäbe. Einfach so alles zu lassen, wie es gerade ist. Einfach zuzugucken, wie das Universum untergeht. Aber das ist der falsche Weg. Das ist erst recht die falscheste Entscheidung von allen. Und ich werde es nicht tun. Was ich auch noch gehört habe, soll sein, dass ich den Kleinen erschießen könnte. Aber auch das werde ich nicht tun. Angeblich soll man den erschießen können, aber ich werde es nicht tun. Oh Gott, jetzt rennt er von selbst. Leb wohl, du schöne Welt. Verdammt.
Ich bin am Leben. Wir alle, synthetisch oder organisch, wurden verändert. Der Krieg ist vorbei und die Reaper helfen beim Wiederaufbau. Haben sie uns vorher mit Auslöschung bedroht, bringen sie uns nun das kollektive Wissen der Kulturen, die vor uns da waren. Als Galaxie können wir nun leben, wie wir es uns wünschten. Die ersten Schritte machen in eine neue, wunderbare Zukunft, wo organische und synthetische Wesen friedlich zusammenleben. Mit galaxieweitem Frieden und unbegrenztem Zugriff auf Wissen die Größe zurückerlangen, die verloren ging. Und sie übertreffen. Wir erhalten unsere Welten zurück und die Sterne. Die Trennung zwischen synthetisch und organisch verschwindet. Und vielleicht auch die Sterblichkeit hin zu einer Existenzform, die ich mir nicht vorstellen kann. Wir werden nicht vergessen, dass dieses neue Leben einen hohen Preis hatte. Ungeachtet aller Fortschritte werden wir an die Opfer derer denken, die das ermöglicht haben. Wir werden uns an Shepard erinnern. Seinetwegen. Ich bin am Leben und ich bin nicht allein. Und da fliegt sie wieder. In weit entfernte Gebiete des Alls. Ja, meine lieben Konsumenten, das war jetzt Mass Effect 3. Und ich kann nur sagen, es ist ein Hammerspiel, was hier BioWare wieder abgeliefert hat. Deswegen, es hatte zwar hier ein, zwei kleinere Bugs oder so, aber die Story allein war schon der Hammer. Und sie brachte halt diese Trilogie eigentlich zum Abschluss.
Nächstes Jahr soll ja der nächste Teil rauskommen, also 2017, so wie ich das mitgekriegt habe. Oder soll der noch dieses Jahr kommen? Ich weiß gar nicht, dieses oder nächstes Jahr. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn er bald kommt. Ich glaube aber erst nächstes, ich glaube März oder was die gesagt haben. Und wenn dann der vierte Teil rauskommt, also ich werde ihn auf jeden Fall auch wieder let's playen. Auf jeden Fall, ich bin jetzt so baff, ne? Der Schluss, der hat mich jetzt so reingeritten. Ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich hier nicht Tränen verdrücke. Weil es ist schon ein bisschen heftig, ey. Ich habe dieses Game, also diese Reihe, ne, die zieht einen aber auch in den Bann. Ist fast vergleichbar, sag ich mal, mit der Bioshock-Reihe. Wo jetzt auch bald eine upgradete Verfassung rauskommt für die Leute, wo sie auf Steam gekauft haben. Dann kriegen die bald für den ersten und zweiten Teil eine grafisch verbesserte Version dann raus. Ich weiß nicht, Remastered oder Enhanced, nicht Remastered, glaube ich, nennen sie das dann, Remastered Edition für den ersten und zweiten Teil. Ja, hier, die ganzen Synchronsprecher. Thorsten Michaelis zum Beispiel, der hat den Kai Leng gesprochen. Er ist ein sehr guter Synchronsprecher. Die haben es schon, aber ich sage es ganz ehrlich, ich sage es euch ganz ehrlich, aber alle Synchronsprecher waren toll. Waren echt toll. Die haben einen super Job hingelegt. Deswegen, hier was BioWare angeht und so. Und es waren auch wirklich viele Synchronsprecher auch, wo von BioWare für ältere Spiele schon engagiert wurden, auch für die Dragon Age Reihe. Da hat dann zum Beispiel auch hier der Synchronsprecher von früher hier vom Shepard, der durfte dort mal einen Magier spielen in dem Wendernwald, glaube ich, ist das gewesen oder was das war. Das war auch der Hammer, da hat er so einen verrückten Magier gespielt, dann habe ich die Stimme gleich wieder erkannt. Seitdem ich jetzt im zweiten Teil das gespielt habe, im ersten Teil waren es ja noch ganz andere Synchronsprecher-Crew. Da waren teilweise welche, ich glaube, die sind aus Österreich oder so gewesen. Sind teilweise welche dabei gewesen, da hat man schon den Unterschied gemerkt. Für Teil 2 und 3 sind dann ganz andere Leute engagiert worden. Und ich würde mal sagen, das hat nichts Negatives, also keine negativen Auswirkungen gehabt. Das tat auch gut. Ich hätte mich auch damit zufrieden gegeben, wenn sie es so gelassen hätten wie im ersten. Aber es tat gut, dass sie Teil 2 und 3 mit dem neuen Synchronsprechern versehen hatten. Das war schon in Ordnung. Deswegen ist es ein Hammer-Game. Ich habe da stellenweise hab ich halt schon wirklich böse zu kämpfen gehabt. Aber bis ich jetzt hier zum Beispiel im letzten Kampf rausfand, dass wenn ich die Freigabe von Edi kriege für den zweiten Raketenwerfer, dass ich statt weiter zu kämpfen einfach hingehen soll und einfach das Ding abfeuere. Ja, da habe ich leider nicht schnell genug geschaltet. Deswegen habe ich mich da leider eine Viertelstunde festgebissen. Und das wäre dann sonst eine Endlosknolle wahrscheinlich geworden. Irgendwann wäre mir die Muni ausgegangen, hätte ich eh wieder verkackt gehabt. Das musste so laufen. Irgendwie musste das so laufen. Sonst hätte ich noch mehr Feuerkraft gebraucht, aber ich hatte sie nicht. Ich hatte sie schlicht und einfach nicht. Deswegen, es war jetzt echt ein Hammer. Und ich denke, ich habe mich auch für die richtige Wahl entschieden, also Synthese bzw. Symbiose zu nehmen. Oder hättet ihr vielleicht was anderes genommen? Vielleicht die Kontrolle? Und hättet dann selber quasi das Universum zerfleischt oder irgendwas anderes mit denen gemacht? Weiß der Geier. Ich weiß es nicht, aber wenn ihr mögt, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr gewählt hättet. Oder wenn ihr als Romanze gewählt hättet in Teil 1, 2 und 3 und so weiter. Hätte mich natürlich auch mal interessiert. Deswegen, es ist echt ein Hammer-Game. Puh, es war eigentlich auch recht lang. Ich glaube, von der Länge her ungefähr vergleichbar, sage ich mal, mit den DLCs zusammen wie der erste Teil. Der zweite Teil, ja, der war von der Länge eigentlich auch recht okay. Aber ich glaube, der war ein bisschen kürzer, sage ich mal, wie der eins, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, der dritte war sogar einen kleinen Tick länger wie der erste. Das kam mir jedenfalls so vor. Ich fand alle Teile eigentlich toll. Bloß im zweiten, da hatte ich irgendwie ein bisschen die Außenmissionen ein bisschen vermisst mit dem Fahrzeug. Im dritten hatten wir gar keins. Das fand ich auch ein bisschen schade. Da hatten wir leider gar nichts in der Art. Da hatten wir lediglich halt immer das Shuttle und das war es dann eigentlich. Kein Fahrzeug, wo ich selber mal fahren durfte. Das fand ich ein bisschen schade. Das Einzige, was mir als Fahrzeug da blieb, war halt der Atlas-Mech. Und das war es dann. Aber gut.
Oh weh, das war jetzt gerade wieder der große Brutzelstrahler da aus den... Oh Mann, da hauen sie wieder richtig rein, ey. Das ist übel, das ist übel. Na gut. Da hauen sie echt wieder rein. Gucken, wie es da noch weitergeht. Bin schon richtig gespannt. Teil 4, nächstes Jahr. Er wird kommen, unaufhaltsam. Er wird sich in unser Gedächtnis auch einbrennen. Naja, im Moment stehen ja nicht mehr so viele Projekte jetzt an. Jetzt habe ich im Moment nur noch zwei Slots am Laufen. Das eine ist einmal Feed the Beast. Und das andere ist noch No Man's Sky. Weil ich sagen muss, No Man's Sky, naja, es hat ein paar Mäkel. Oder Makel, sagen wir Makel. Es hat ein paar Makel, wo wir dran ein bisschen zu mäkeln hätten. Aber ich werde dieses Game trotzdem durchspielen. Weil irgendwie, auch wenn es diese Makel hat, es macht trotzdem etwas Lust auf mehr. Und deswegen möchte ich das auch bis zum Schluss durchballern. Ich werde das bis zum Schluss durchballern. Ich möchte in die Mitte des Universums auch hinkommen. Aber gut. Würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall in den anderen Games bei mir auch weiter gucken würdet. Und ab und zu halt mal reinklickt. Ist ja kein Muss, aber würde mich freuen. Wenn ihr mögt, hinterlasst auch einen schönen Kommentar. Aber bitte kein Abo für ein Abo oder sowas. Die Dinge werden von mir eiskalt weggeknallt. Die werden von mir weggemacht. So, das war's jetzt. Oh, da kommt noch was. Ist das wirklich alles geschehen? Ja, aber einige Einzelheiten sind verloren gegangen. Das alles geschah vor sehr langer Zeit. Wann kann ich zu den Sternen? Eines Tages, mein Kleiner. Was wird dort sein? Was du dir vorstellen kannst. Unsere Galaxie hat Milliarden von Sternen. Jeder davon kann zahlreiche Welten haben. Auf jeder Welt könnte eine andere Lebensform existieren. Und jede Lebensform hat eine eigene Geschichte. Erzähl mir noch eine Geschichte über Shepard. Es ist schon spät, aber in Ordnung, nur noch eine. Okay, ich lese mal vor. Glückwunsch, dass Sie die Reaper-Bedrohung beendet haben. Commander Shepard ist zur Legende geworden und Sie können diese Legende noch weiter aufbauen. Es war eine lange Reise für Shepard und für das Team hier bei BioWare. Und genau wie Shepard hätten wir es allein nicht geschafft. Die Mass Effect-Trilogie begann als Vision eines kleinen Teams, aber über die Jahre ist sie gewachsen. Dieses Wachstum wurde genährt und in Form gebracht durch das Feedback und die Unterstützung unserer Spieler-Community. Danke, dass Sie diese Reise mit uns unternommen haben. Und wir freuen uns schon darauf, mit Ihnen neue Abenteuer im Universum von Mass Effect zu erleben. Das Mass Effect-Team. Cool, die sagen auch nochmal Danke. Ich muss mich bei Ihnen auch bedanken, also oder bei euch. Bei den Kollegen hier in derselben Branche kann man nicht schon fast euch sagen. Ich sage Danke. Thank you. So, und da bin ich hier wieder am Leben. Galaxiekarte ist auch wieder da. Ja, meine Damen und Herren. Das waren die Abenteuer von Commander Shepard. Er hat am Schluss sein Leben gelassen. Tja, wenn ihr mögt, guckt halt mal in meine anderen Projekte mit rein. Es sind jetzt im Moment noch zwei da. Und ich denke aber nicht, dass ich im Moment mehr machen werde. Vielleicht Neocron mal wieder zwischendurch. Ich habe hier schon wieder zwei Folgen aufgenommen von Neocron. Da ging es jeweils um Opfer. Jetzt einmal Solico und das andere war ein Uplink. Jetzt weiß ich gar nicht mal, welcher das war. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ist ja auch nicht so wichtig. Könnt ihr alles nachgucken bei mir in meiner Videoliste. Da könnt ihr alles nachstöbern. Und ich werde die Dinge auch sowieso bald zur Playlist noch hinzufügen. Und es wird auch auf jeden Fall noch ein paar neue Folgen geben von Neokronenland. Also macht euch keine Sorgen. Ja, also, ich sage mal Tschüss und
Wir sehen uns. Euer Rezo.